Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Siberia. Siberia. The World Before. Dem Prolog, den man aktuell kostenlos auf Steam spielen kann oder einfach überhaupt kostenlos spielen kann. Ich glaube, das ist kein zeitlich begrenztes Angebot. Wir sind zurück in der Steampunk-Welt von Benoit Sokal und sind aktuell dabei, einen Wagen frei zu bekommen. Es ist das Jahr 2004 und Kate ist irgendwie jetzt in Russland gestrandet in einem Arbeitslager. Wir gucken jetzt mal. Was wir im Angriff. Okay. Nein. Da war doch noch irgendwas hier, ne? Zum Bewegen links halten, klicken, halten und Cursor bewegen. Ah. Ja, das ist die morgendliche Meditation, beziehungsweise das Workout. Schön, wie der Arsch hier hingestreckt wird. Das habe ich auch in der letzten Folge schon gedacht, ne? Die Dana, da haben sie auch irgendwie Körbchengröße Doppel-D gewählt, aus Versehen. Aus Versehen. Ja, ich glaube, eine Beerdigung zu verpassen, weil man im Arbeitslager ist, ist eine ziemlich gute Ausrede. Hilfe! So, ich denke mal, das reicht, oder? Und ab geht's. Bam! Also die Olivia Foster ist einfach keine gute Freundin. Sorry, I didn't see. Hey, look. Come on, let's go and see. Das ist ja praktisch. Und irgendwie sind da auch alle Steine, die runtergefallen sind, irgendwie weg. Also, it's magic. That could be our ticket out of here. Let's check it out. Oh my god. So ein bisschen Half-Life, ne? Also hier das neue Half-Life. In VR bin ich auch ständig in so alten Zügen unterwegs irgendwie. So. Aha, jetzt ist was Neues hier. 18. Januar 2004, nur ein paar kurze Zeilen, um Sie wissen zu lassen, dass ich heute noch einmal zur Mine gegangen bin, um zu versuchen, Frau Walker mit dem Geld freizukaufen, das Sie mit Ihrem Ehemann zusammen aufgebraucht haben.
Leider haben sie allerdings erneut abgelehnt. Offenbar ist die Miliz weniger an Geld interessiert als daran, Frau Walker dafür zu bestrafen, dass sie sich bei der Verteidigung der Yukul gegen sie gestellt hat. Als wäre das nicht schon schlimm genug, habe ich dank einer weiteren Bestechung bestätigt bekommen, was ich am meisten gefürchtet hatte. Offenbar ist Frau Walker zusammengebrochen, als sie vom Tod ihrer Mutter letztes Jahr erfuhr. Die Tatsache, dass sie die Beerdigung verpasst hat, hat sie wirklich niedergeschmettert. Selbst ihre Zellengenossin konnte nichts tun, um sie aus ihrer tiefen Depression zu holen. Ich fürchte, sie wird vor Kummer sterben, wenn wir nicht schnell eine Möglichkeit finden, sie aus diesem ungesunden Umfeld herauszuholen. Es ist so, sie ist in einem Arbeitslager und er macht sich Gedanken über ihre ungesunde Umgebung. Hä? Ist da noch irgendwas, was ich nicht gesehen habe? Eigentlich nicht, ne? Ist da ein Häkchen dran? Ich frage mich nur, wie jetzt der Brief so schnell hierher kommen konnte, wenn sie ja gerade erst heute das erfahren hat. Hm, still looks pretty strong. Was kann ich da nehmen? No. No, I don't think so. Better try something else. Ja, dann habe ich jetzt gerade nur nichts, ne? Da müssen wir erstmal gucken. Wo ist überhaupt schon wieder meine Freundin? Das sieht jetzt wirklich sehr aus wie damals. Ich will aber eigentlich gerne vorher nochmal mich umschauen draußen, weil ich glaube... Kate, what are you doing? There's a dead body inside. Leave it alone. You'll bring us bad luck. You get back here. This carriage is more luxurious than the other ones. Maybe a dignitary's? Ja, erstmal gehe ich noch nicht zurück. Ich hoffe, ich gehe nicht aus Versehen jetzt gleich zurück. Ah, hier ist doch was. What the heck happened here? How in the world did those bodies get here? Let alone the train. Schauen wir mal, was wir da rausfinden. Jetzt würde ich gerne... Ah, da hinten ist sie. Okay. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts falsch. Wie gesagt, ich will noch nicht zurück. Ah. Das Motorrad. More bodies. What happened here? Ja, jetzt gehen wir erst nochmal rein in den Wagen. Es ist so ungewohnt, sie mit den kurzen Haaren zu sehen. Also man verbindet schon mit ihr irgendwie diese Frisur, die sie halt hatte. So, also nochmal. Zack. Mal gucken, was wir für Abscheulichkeiten hier finden. Abgesehen von Leichen. Another body. It's a real trail of carnage here. Irgendwie schon, ne? Jeez. Ja, das riecht auch bestimmt super da. Aber... Jeez. Ich kann da jetzt nichts machen, ne? Da wachsen auf jeden Fall schon Sachen aus dem raus. Oder aus dem Sessel irgendwie. Okay, wenn das alles war, dann gehen wir wieder raus. Kate, what are you doing? There's a dead body. I should talk to Katyusha. Looks like she's found something. Ja. Dann machen wir das mal. Okay. Ist natürlich im Vergleich zu früher, also was einem schon auffällt, ist einfach, wie viel
am Licht mittlerweile ja machbar ist in Spielen. Also wie komplex die Beleuchtung ist und ich meine noch viel mehr natürlich durch Raytracing, was ich nicht habe, was sonst das Spiel das anbietet, aber wow. That's deep. Man sieht einfach schon, was da alles passiert ist in der Zeit. See the bottom. Yeah. And it means the tunnel on the other side is cut off. Must be the way out. I can see the light at the end. How do we get across that? I'm sure there's a way. Ich habe auch schon so eine Idee, was gleich passieren wird, aber mal schauen. Follow me. I have an idea. Ah, ich habe noch nicht den Schlüssel gefunden für dieses Schloss, ne? Also, wie das da aussieht, könnte man doch runterklettern. That must be the way out. At the end of that tunnel there. Aber naja, vielleicht denkt das auch nur ich. Genau, sie kürzt nämlich auch schon das Motorrad an. Wir haben jetzt nichts Neues, ne? Ich rede erst mit dir. Komm! I need a ja, hand halt, over nein, here. Nein, nein, komm zurück! If we build up enough speed, we should be able to use the height difference on the edge of the precipice as a takeoff ramp to get to the tunnel on the other side, and then get to the surface. Sure, that is if we can get the thing started. Don't worry about that. Back in the days with my band, I always used to repair our old van on tours. Okay, but wait a second. First, I want to take a closer look at these bodies and maybe figure out what happened here. Ich weiß nicht, ob das meine erste Priorität wäre, wenn ich versuche, hier abzuhauen. In the back. Same as those over there. Die ist auch irgendwie so viel tougher und abgeklärter geworden, ne? Full tank of gas. It looks as if they were headed for the exit tunnel. It's like they were ready to head out. Looks like they were in a hurry, judging from their position. Ja, was haben wir hier noch? Uniform? Looks like Second World War uniforms. Looks like. They belong to the Brown Shadow, the fascists who triggered the war before they herded up and massacred millions of innocent people. I wonder how a bunch of World War II fascist soldiers ended up here. Right. Who killed them just as they were about to ride out of here. One thing's for sure, though. We've got to give this motorbike a try. What? What are you saying? You mean you want to jump over the ravine? Hat sie doch gerade erklärt. But the keys aren't on the bodies. I checked. They must be somewhere inside the train. You go and find the keys while I take a look at this motor. Will do. You'll be okay? Don't worry, love. I'm sure this beauty and I, we're going to become best friends. Dieses russische Lesben-Klischee, ne? Fast ein bisschen too much hier. Jetzt haben wir vielleicht neue Möglichkeiten, uns umzuschauen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall wäre halt gut, wenn man auch in den Waggon hier rein könnte. Aber ich hab da nix. This carriage is more luxurious than the other ones. Maybe a dignitary's? Doch nochmal hier vorne schauen, ne? Ja, drin habe ich nichts gesehen, was man jetzt so. What the heck happened here? How in the world did those bodies get here? Let alone the train. Ja, weiter als so geht nicht, aber looks vielleicht. Like it was caught in a rock slide decades ago. Crazy to think that no one's found it until today. Okay, let's search the train for the keys.
I can get into the carriage over there. Okay. Vielleicht finden wir doch noch irgendwas. Ja, cool. Das habe ich schon verstanden. Sorry, whoever you were, but I need to do a quick search. Ah, jetzt macht sie es doch, okay. Also, dann untersuchen. Oh. Nothing interesting here. Let's search somewhere else. Hey, ich will den Stift haben. Der ist cool. That must be the shooter. Ja, da können wir doch vielleicht die mitnehmen oder so. Ist er gestorben. Ich bin längst nur noch ein Sack voller Knochen. Ist auch schön. Ja, patriotische Auswürfe. Nahm ich die Bürde auf mich, sie alle zu erschießen. Ja, schön. Ich habe den Zündschlüssel als Formsache versteckt. So this brown shadow officer shot his own men and then killed himself to make sure the train was never found by the Allies. Whatever it holds must be priceless. Ja, ich glaube. Strange, a hollow shape. There must have been something in it. Ja, da habe ich jetzt aktuell, glaube ich, noch nichts dafür. Major Sutel's last drink to give him courage? Okay. Wie auch immer die jetzt betrieben wurde, ne? Ich glaube nicht, dass da eine 9-Volt-Batterie drin ist. Major Sutel's last drink to give him courage? So, kommen wir jetzt mal zum Eingemachten hier. Shot himself in the head. Awful. Das war schon so. Das hat übrigens eine Errungenschaft gegeben. Hauptmann ohne Haupt. He wore stripes. Must have been the brown shadow officer in charge of the train. Ja, aber das ist alles noch nicht ganz das, was wir suchen, ne? He wore stripes. Must have been the brown shadow officer in charge of the train. Ich meine, dass jetzt sein Kopf abgefallen ist, hat mir auch nicht wirklich was gebracht. Hi. The distinctive symbol of the brown shadow fascists. Many countries have banned it. That's just fine by me. Gibt's das wirklich oder ist das jetzt wirklich eine komplette Erfindung, das einfach nur das Hakenkreuz ersetzen soll? Das frage ich mich gerade. Vielleicht weiß das ja jemand von euch. Was haben wir hier noch? I don't think I can make any use of that. Die ist halt viel amerikanischer geworden irgendwie. Auch. Nothing interesting here. Also natürlich, klar, das hängt immer auch damit zusammen, wie viel man fürs Voice Acting bezahlen kann. Und am Anfang war das halt ein geringeres Budget als jetzt. Aber trotzdem. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich
Pretty sure the emblem I found should fit somewhere on the desk. Ups. Sah irgendwie viel kleiner aus, aber. Hier. Das sind aber zwei Schlüssel, ne? One of the keys is still covered in blood. Must be the one for the motorbike. Ja, dann können wir nämlich jetzt in den anderen Waggon noch reingehen. Halleluja und Tschüssi. Komischer Kopf, der abgefallen ist. Ein bisschen eklig, ne? Got him! Ja, schrei doch noch lauter. Nein! Ich bin noch nicht fertig. Nein! It hasn't been started for too long. But leave me to it and I'll see if I can get it going. If I can just get it to kick start, we might be home free. Anything I can do? We haven't got much time. No, I'm good. Why don't you look around? Maybe inside the train there's something that can help us once we get out of here. Okay, ja, dazu brauche ich den Schlüssel. Vielleicht hat sie die auch schon getrennt. Ja. Okay. The key to the carriage. Ha, und ich dachte, ich habe das I'd be curious to know what's inside ganz alleine rausgefunden, aber stattdessen ist es einfach Teil der Hauptquest, verdammt. Na gut. Ist auch okay. Nee. Ich weiß nicht, was für eine Mausbewegung man hier machen muss, aber das ist einfach... bisschen komisch. Das ist halt die Sache, beim Controller ist das schon wesentlich einfacher. Solche Sachen. Aha. Kate, your chariot's waiting. Hey, what are you... Holy crap. This is worth a fortune. I can't believe it. This is gonna come in nicely when we're on the road, babe. Ja, so riesengroße goldene Teller kann man echt gut transportieren auf dem Motorrad. Das ist eine super Sache, dass wir das jetzt haben. Hallo? A masterpiece. The Brown Shadow must have looted it during World War II. A masterpiece. Was mittlerweile fast jeder Film oder jede Serie, jedes Spiel irgendwie macht, was ein bisschen Atmosphäre haben soll, ist halt diese rumfliegende Staubgeschichte, ne? Oh my God. Immer diese kleinen Partikel überall. What is it? It's incredible. You gotta see this. Eine Einkaufsliste. Von 1940. Aha. Yeah, it's pretty well done. I like the color of the rock face there. Is that what fascinates you? No, Kate. There! Look! It's right under your nose. Dates from 1937, apparently, but I can't make out the signature. Cola? Koba or something like that? Anyway, what's so fascinating about it?
You mean you can't see? Take a closer look. Sorry, you'll have to be more specific, Katusha, because I still can't see. Look again, there. The girl. She's your spitting image. Ja, ne, also... Well... Ja... You really think she looks like me? Come on, you gotta admit it's incredible, right? Either way, I suggest you put it away. We'd better get going. Ja, noch nicht. Ich hab mir noch nicht alles angeguckt. Und bevor ich mir nicht alles angeguckt hab, gehen wir nicht weg. Hallo, schau. I hate to think what became of the owners of all these stolen objects. Ja, das hier zum Beispiel, also extrem praktisch in einem Motorrad, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Tja, ne? Hallo? It must be priceless. Now I understand why the Brown Shadow wanted to hide the train so badly. There's a veritable fortune in loot here. Loot, loot. Manchmal geht's einfach nicht. Ach, guck mal. Das confirmed meine Beliefs, dass das hier die Gemälde von der Familie sind, die da geklaut wurden. Reden. You should take another look, Kate. It looks just like you. Ja, okay. Ja, das ist also stark verschmutzt inzwischen, ne? Das ist nicht mehr ganz so hübsch. Ja, ich glaube. Damit haben wir jetzt alles. Gehen wir mal raus. Come on, Kate. You gotta admit she looks like you. It must be a sign. Hold it right there, girls. All right. You've caught us. But take a look inside this carriage. The train is full of treasure. We can all escape with tons of it. Just look. Don't move. Listen to me, Simona. You've always been good to us, so why can't we help each other now? We'll be stronger together. Sure. You've been nice little prisoners. I have nothing against you personally. But why can't I keep the treasure for myself? I could leave this rotten prison. Nobody will know. I could even say you tried to escape. Which wouldn't be a lie, would Simona, don't! Don't take it personally. I just need a change of life. I think you can understand where I'm coming from. No! Errungenschaft freigeschaltet, Fortsetzung folgt. Fügen Sie das vollständige Spiel zu Ihrer Wunschliste hinzu. Aha, das war ja irgendwie klar. Aber immer diese Bösewichte, die dann erstmal ihre Absichten erklären, ne? Ja gut, das war dann wohl der Prolog, den wir kostenlos spielen können. Ich weiß noch nicht, wann das Spiel erscheint. Wollte ich eigentlich vor dem Aufnehmen nachschauen, aber dann... Wie die Dinge manchmal so sind, habe ich es vergessen. Ja. Aber da haben wir jetzt schon mal einen ersten Eindruck bekommen, wie es weitergeht. Ich würde sagen, nach der aktuellen Erfahrung hier würde ich es auf jeden Fall spielen. Es sieht interessant aus. Und geht tatsächlich wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln von dem Spiel. Auch wenn es deutlich, ja, irgendwie düsterer, also auch auf so einer psychologischen Ebene düsterer geworden ist als die ersten Teile zum Beispiel. Ja. Schauen wir mal, wann es soweit ist. Das war jetzt mal so ein kleiner Ausflug dahingehend. Und dann geht es nächste Woche mit einem neuen Spiel weiter.
Ich habe schon einiges auf der Liste, was ich euch zeigen möchte, aber ihr könnt auch immer gerne Vorschläge hinterlassen. Heute also leider eine etwas kürzere Folge dann. Das tut mir leid, aber dafür wieder am nächsten Mittwoch in voller Länge. Und bis dahin. Eine schöne Zeit. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch ein epischer Abspann kommt oder einfach gar nichts. Aha. Immerhin das Hauptmenü, das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also ich finde, sie sieht der Kate nicht so ähnlich irgendwie. Aber egal. Naja, das war's auf jeden Fall von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann nächsten Mittwoch zu einem neuen Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir immer gerne Feedback da. Und ja, wenn ihr weiter mit mir in Kontakt treten wollt oder wissen wollt, wann was rauskommt und so weiter und so fort, dann einfach auf dem unten verlinkten Discord beitreten. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.